Ja, geliebte Kinder des Lichts, wir sind wieder da und kommen erstmal zum Willkommensglöckchen. Und der geliebte Mensch, der den Würfel mit den weißen Punkten gewählt hat, das geliebte Kind, darf sich jetzt überraschen lassen. Und die geistige Welt möchte dir mitteilen, Schwesterherz, Bruderherz, dass du einen entweder schon hast oder an das Urvertrauen in dir, in deinem Lebensweg, nicht verlieren sollst oder ja, dich daran erinnern sollst, in deinem Licht, dass alles gut ist. Also wenn man diesen ersten Schritt macht und sagt, das ist Negative, das brauche ich nicht, das und das nicht, und du dich auf deinen Weg, Lebensweg, Urvertrauen konzentrierst, dein Herzgefühl, dann wird dir alles, es wird dir alles erreichen, genau. Deine Früchte, deine Samen werden zu Früchte und du kannst ernten. Das Urvertrauen, wunderbar. Oh ja, die Transzendenz, Urvertrauen, die Transzendenz von Erzengel Metatron. Du lässt mir die Erfahrung, du lässt mir die Erfahrung der Transzendenz zuteil werden. Also hier kommt Metatron mit seiner Energie und du darfst jetzt die Erfahrung machen der Transzendenz. Also herzlichen Glückwunsch. Also Erzengel Metatron ist jetzt an deiner Seite und mit seinem Licht erfährst du die Erfahrung der Transzendenz des Allumfassenden, ne? Die Transzendenz. Wunderschön, ne? Die Transzendenz, das Urvertrauen mit dem Licht der Engel. Ja, wir schauen mal weiter. Und da ist die Danksagung, das Danke, zufrieden sein. Denke an die Menschen und die Dinge und die Lebewesen vom Planeten Erde. Die Energien, die dir gut getan haben, und sag einfach Danke dafür, für die Momente, die Erfahrungen, die du gemacht hast, für die Menschen und Tiere, Pflanzen, die du positiv in deinem Leben schon erlebt und was dir möglich war und erleben durftest, und einfach mal Danke sagen für die schöne Zeit, weil daher hast du auch die Kraft und die daraus bist du ja entstanden, aus jeder Erfahrung, du bist ja gewachsen. Und daran, sich zu erinnern, diese Karte will ich daran erinnern, dass da einfach mal eine Danksagung innerlich so. War schon viel gepackt, viel erreicht. Und genau, die Transzendenz und das Urvertrauen und das Dankeschön. Ja, und wir ziehen weiter. Und dann kommt die Ariella auf dich zu. Die Ariella kommt dann auf dich zu und möchte dir mitteilen, geliebtes Kind, neue geistige und hellsichtige Fähigkeiten und Erfahrungen verändern deine Sichtweise auf die Welt. Genau, neue geistige und hellsichtige Erfahrungen verändern deine, geliebtes Kind, deine Sicht auf die Welt. Und es geht weiter. Nicht schön. Und deiner selbst. Also du erkennst dich selbst auf beiden oder vielen Polaritäten. Und super. Also du hast eben Erfahrungen, die dich echt erleuchten und weiterbringen. Ja, Selbsterkenntnis, sich beleuchten auf beiden Seiten und es geht dann vorwärts. Ne? In der Herzmitte bleiben, genau. Ariella. Also wunderschön. Also mit dem Gebet. Traumhaft für den Menschen, für das Schwester, Bruderherz, mit dem roten Würfel, mit den weißen Zahlen, aber ist schon alles gut. Ja, super. Also hier, warte, das Urvertrauen und neue geistige, hellsichtige Erfahrungen wirst du machen. Und hier ist schon die Antwort von den Engeln von der geistigen Welt für dich. Liebtes Kind, guck mal. Das ist die Hellhörigkeit, die Hellfühligkeit hast du wahrscheinlich schon, und die Hellhörigkeit, das wird vielleicht ein bisschen jetzt verstärkt, und also du hast sie wahrscheinlich genauso jetzt schon wie die Hellfühligkeit, und jetzt kommt die Hellhörigkeit, und Feingefühl haben wir ja sowieso mehr oder weniger, genau. Die Hellhörigkeit, geliebtes Kind, herzlichen Glückwunsch.
mit ganz viel Licht und Liebe. Das ist schön. Erzengel Zatti, oh Gott, Erzengel Zatti. Ja, schön. Achte auf die liebevolle Führung, die du jetzt erteilt bekommst und deine inneren Energien von anderen Menschen wahrnimmst und hörst, dann sind das Botschaften aus der geistigen Welt oder von Freunden und Familien, die dir gerade telepathisch was mitteilen wollen, möchten. Ja, super. Die Hellhörigkeit. Herzlichen Glückwunsch. Also es ist wirklich alles Glückskinder. Sogar der vierte, das geliebte Kind, vierten Kartenstapel gewählt hat. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wunderbar. Warte mal darauf, eindeutig. Die Gespräche von Herz zu Herz. Jetzt kommen die Gespräche von Herz zu Herz. Von Herz zu Herz. Genau. Die Gespräche von Herz zu Herz möchten dir mitteilen, sprecht ehrlich, authentisch miteinander über eure Gefühle und Ansichten. Sprecht ehrlich und authentisch miteinander. Ja. Und es wird sehr wieder mal positiv für die Offenheit und Ehrlichkeit. Die Liebe kann gedeihen und sich festigen. Ja. Oder die Freundschaft oder Kumpelschaft, genau. Das ist damit gemeint. Und es wird alles schön. Also es ist alles Glückskinder, tolle Wahrnehmungen, Energien, Geschichten, die sich jetzt erfüllen. Eure Sehnsüchte, eure Arbeiten, eure Früchte, die Samen, die ihr gesät habt, alles erfüllt sich. Es sieht also angenehme Energie. Herzlichen Glückwunsch an. Wir haben aber noch eine, an uns alle. Sprecht ehrlich und authentisch miteinander über eure Gefühle. Und die letzte Karte, die letzte Karte vom Orakel mit dem Glockenschlag lautet: Der göttliche Zeitplan. Wir sind alle geliebte Kinder des Lichts, geliebte Menschen, Herzmenschen im glücklichen Band. Zeitplan, im göttlichen Zeitplan. Und ich freue mich vom ganzen Herzen mit Bruder Herz, Sven und dem ganzen Kosmos, das spürt ihr gerade, über diese Botschaften für uns alle. Allgemeinlegung und jeder hat seinen Würfel gewählt, aber es schaut super aus. Mehr braucht man da gar nicht drüber zu reden. Also wir packen das, ja. Wir packen das. Einen Moment. Wir packen das. Wunderschön. Das war der rote Würfel mit den weißen Zahlen, aber der ist schon wieder irgendwie abhanden gekommen. Bruder Herr Sven und meine Wenigkeit und meine größtliche, lichtvolle Orakellegung wollen sich für heute verabschieden und wir wissen noch gar nicht so, wir gehen nach dem Gefühl, wann wir wiederkommen. Aber alles, alles Liebe euch.